Dieser Bagger wird gleich von einem tonnenschweren Betonpfeiler getroffen. Der Pfeiler ist Teil eines Bauprojekts für einen Hochgeschwindigkeitszug im Bezirk Karawang in Indonesien und muss wegen eines Baufehlers wieder abgerissen werden. Doch der Abriss läuft gewaltig schief. Vier Bagger sind im Einsatz, als das Bauwerk am 8. Dezember unkontrolliert kollabiert. Der tonnenschwere Pfeiler kippt in die falsche Richtung, stürzt auf die Baufahrzeuge. Eine riesige Staubwolke wird aufgewirbelt. Nur knapp landen die Pfeilertrümmer neben einem der Bagger. Laut Behörden wird niemand verletzt. Der Baggerfahrer, dessen Fahrzeug am schwersten beschädigt wurde, konnte noch kurz vor dem Einschlag der Trümmerteile aus seinem Führerhaus fliehen.